Robert Nissl ist mit seiner Ehefrau Julin und Sohn Alexander zu Besuch bei einem Wiener Schneider. Durch die Errichtung seiner Reihenhausanlage in Niederösterreich sieht sich Nissl nun als Baulöwe und will sich dementsprechend neu einkleiden. Es wird nächste Woche weitergebaut. Auch finanziell haben wir eh schon geredet. Letztes Mal ist abgesprungen. Und jetzt hat einer so getan, als wenn. Der hat aber nicht können. Der hat uns jetzt aufgehalten, 6 Wochen. Und das finde ich nicht okay. Der hätte selber auch nicht das Geld gehabt. Jetzt ist es auch wieder von jemand anderem geholt. Und hat es aber nicht gesagt. Ne? Und solche Leute braucht man nicht. Ne? Das ist unangenehm gewesen, diese Bauverzögerung, unnötige. Und dann ist noch was anderes im Gespräch, dass überhaupt eine neue Gruppe kommt, ja, und alle 6 Häuser auf einmal kauft und die dann vermietet als Investitionsanlage. Also ich würde mir wünschen, dass ich da dann zum Vollendung deines Bauvorhabens, dass ich da reinstecken lassen kann. Ja. Baulöwe, Robert Nissl, Baumaus, von der Baumaus zum Baulöwen. Du brauchst ja solche Dinge ganz einfach. Ich bin der meist polarisierendste Mensch in Österreich. Ja, ich denke schon. Ja. Also, ich habe es wieder gesehen vorige Wochen aus der Presseinformationen. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Wie wenn ich in einem Wespennest eine Stich und wie es alle kommen gleich die Neider und Angst haben um irgendwas, was ich machen könnte. Man soll zukunftsorientiert denken und positiviert. Das Negative ist immer hinter einem. Und das Positive sollte immer vor einem sein. Ganz einfach. Und dann kann nicht viel passieren. Das geht aber nur, wenn man sich selber ein bisschen größer sieht, weiter weg sieht. Sonst geht's ja nicht. Weil wenn ich drin bin, im Wasser und badel um und dumm und gehe unter, dann wäre ich nicht viel vorne oder nach hinten schauen können. Wichtig ist, ein bisschen rauszukommen. Rauszukommen von sich selber weg. Für die Frau, wie schaut das im Nissl, wenn sie ins Theater oder so gehen, wollen wir nicht der Frau einmal was Schönes machen? Ein schöner Hosenanzug ist das. Hosenanzug? Gehen Sie ins Theater ab und zu für die Frau? Ja, oder ins Casino oder sonst was? Moment. Geht's? Zu eng, oder? Nein, es passt schon. Das ist so dünn. Und eine Hose dazu, Herr Nissl. Na, was sagen Sie Ihrer Gemahlin? Und? Ja, schon. Fühlen Sie sich wohl in so einem Outfit? Ja, aber wo? Was? Wo ist die? Naja, der Herr Nissl wird Sie zum Essen ausführen oder ins Casino vielleicht einmal. Ich kann ja dann aufs Söhnchen aufpassen. Wo kann ich Anzug da? Ja, sicher. Haben Sie schon mal, haben Sie sowas schon mal angehabt oder zum ersten Mal? Ja, zum ersten Mal. Ja, war hübsch, passt Ihnen ja, sehr gut. Ja, weil da ist eine Bluse gehört da drunter, ja, eine schöne weiße Bluse. Ich glaube, das Gilet brauchen wir gar nicht. Ich brauche nur die weiße Bluse und die Hose. Das schaut toll aus. Und, wird's gekauft, Herr Nissl? Weiß ich noch nicht, muss man mal schauen. Überlegen. Genau. Stehen dort sie dann sehr. Wie ist das für Sie, wenn Sie Ihre Frau so sehen? Ist das etwas, was Sie noch schöner macht? Das ist schon von Haus aus so schön. Der thailändische Ort Pattaya gilt als Hochburg des Sextourismus. In dutzenden Lokalen versuchen leicht bekleidete Bardamen, die Touristen anzulocken. Inmitten der Besucher sind auch die flirtwütigen Österreicher Mario Orsolic und Heinz Nowak. Sie verbringen 2 Wochen in Thailand. Wenn es kein Geld mehr ist, wieso natürlich sind da dazu. Was ein Zimmer gern lassen? Du schlechter wie auf unser Zimmer ist da auch nicht. So, schau, wie gefällt das Wasser? Geht's? Schön. Rein ja. Genug? Ja, wirklich. Du hast deine Falschen. Kannst du was aussuchen? Alter Mann. Nimm 2 und schau nicht zu beim 6. Nix? I love you. Nix? Ja, jetzt kannst du 2 nehmen. Der hat ganz böse geschaut. Ja, nimm 2 lustige, Alter, so und dann schau ich noch zu beim 6. So böse geschaut. Thailand-Fan Orsolic setzt alles daran, seinen Reisegefährten von den Vorzügen des Landes zu überzeugen. Ja, was willst du trinken? Ein Bier. Ein Bier. Singer. Singer. Heineken. Heineken. Ein Cola, Heineken. Ein Cola, no Eis. Ja, okay. Und Little Lady vor ihm. Warum kann es keine schönen Weiber geben, die was mich pudern wollen? Warum ich das nicht sagen?
Da war wieder eine, die muss man gefallen. Was für eine? Die schwarze, die Brünette da hinten. Die musst du aber auslösen, Dada. Hä? Die ist von der Bar, die musst du auslösen. Die kannst du auch alle zwei immer karieren. Zu mir nicht. Zu mir nicht. Jo, bitte. Nein, nein, bitte. Hallo. Ich hab dir gesagt, die kannst du dann immer. I love you. I love you. Und so? Alle zwei Firmen. Alle zwei Firmen. Ja, ich meine, die zwei Damen waren recht lieb, ja, aber wenn man es aussuchen könnte, jetzt ein Schnitzel oder eine von den zwei Damen, nehme ich lieber ein Schnitzel. Das ist Liebe. Mit dem Blick hat sie mich schon ausgezogen. Naja. Ich glaube, die steht auf mich. Nein. Ich will mir nicht wichtig machen, aber der Herr Orsulitsch ist so Number Two. Nummer zwei. Na, Blume. Do you like it? Na, sicher. I know. I don't like it. Au. Gib mir ein Kiss. Sie ist nicht käuflich. Ich hab gesagt, wenn ich ihr Blumen schenke, ist aus. Will ich nicht. Sag dir eh über alles ja. Man wird weder Englisch noch Deutsch kennen, aber es war auch nicht so wichtig. Es war nicht die Richtige dabei. Warum nicht? Es hat nicht Klick gemacht. Gute Unterhaltung, alles war schön, aber nicht das, was ich mir vorstelle. Du siehst ja, ich will mitgehen mit dir. Geh mal, schau mal weiter. Komm. Geh mal. Die Nacht ist noch jung. Tschüss, bye-bye, ciao. Bye-bye, ciao, bye-bye. In Polen geht die Partynacht von Gerhard Klein, Manfred Anders und Fred Burgholzer zu Ende. Während Klein sich schweren Herzens von Lucia verabschiedet, hat es Christina nicht eilig, nach Hause zu kommen. Jetzt bringen wir dich ins Hotel. Der Herr Charlie ist schon ein Lieber, oder? Ja, hab ich gemerkt. Ja, warum nicht? Ich kenne den nicht, aber ich von Anfang an etwas. Kann was? Ich nicht schön sagen. Ich weiß nicht, was der denkt an mich. Ich weiß es nicht. Hat er ein gutes Herz, glauben Sie? Vielleicht. Ich kenne ihn nicht, oder? Ich habe ein gutes Herz, ja. Hast du gesagt? Wenn ich jemanden liebe, habe ich ein gutes Herz. Aber der liebt mich nicht. Der hat nur gesagt, hat etwas Gutes. Aber ich weiß es nicht. Ich kenne dich drei Stunden. Was soll ich dir jetzt versprechen? Ja, ich kann genauso. Wenn ich bin 19 Jahre, ja, dann bin ich vielleicht verliebt. Ja, aber jetzt bin ich jetzt 50. Nee, wir sind nicht verliebt, wir ja, genau. Etwas uns kennenlernen. Etwas, das genau. Richtig, ja. So, jetzt gehen wir zum Taxi, okay? Ja. Ja. Schau, da gibt es Blumen. Diese Farben, die passen aber nicht zusammen. Wo sind sie? Zwei? Zwei Slotte. Zwei Slotte, ja. Zwei. Ticket, Charlie, spielt sie. Das nimm das Erste, nimm das Erste. Das ist für die, da sind die Pferde fuhren für die Hochzeit. Kaum im Hotel angekommen, bittet Christina Anders, sie aufs Zimmer zu begleiten, weil sie sich nicht gut fühlt. Etwas widerwillig erfüllt der 52-Jährige ihr den Wunsch. Ciao. Bist du gemein? Entschuldige. Wie war das jetzt? Das war Horror, ja. Ich muss heimbringen, was ich mache. Ich kann die nicht alleine irgendwo lassen in der Stadt, oder? Ich weiß nicht, was mit der machen. Die schiffieren sie irgendwie, ich weiß nicht, wohin. Ja. Aber die hat ja jetzt richtig sich ein bisschen verliebt in sie, oder verschaut. Voll verliebt, aber ich mich nicht in sie. Das ist das Problem. Ja. Nein, ich finde es sympathisch, mit ihr geredet. Und sie erzählt mir, ich bin eigentlich ein Mensch irgendwo, ich weiß nicht, wenn einer was erzählt. Oh, da kann ich so richtig zuhören. Sie ist ganz alleine und hat eine Schwester, die ist blind. Und sie weiß nicht, ich denke mir, um Gottes Willen, okay. Und kommst du mit mir mit und sagst ja und ja und ja, und siehst dann jetzt plötzlich, ist sie schlecht. Ich weiß nicht, ob ich wirklich schlecht ist, ob sie mich aufs Zimmer schleppen hat wollen. Gerhard Klein besucht Manfred Anders alias Chicken Charlie, um eine nächtliche Zimmerkontrolle durchzuführen. Chicke, geht's dir eh gut? Worauf einmal. Geht's dir eh gut? Sicher geht's mir gut. Ja. Wo ist die Dame? Ist die da bei dir? Die Dame ist 404. Wo ist die? Das ist ja Wahnsinn. Was? Wo ist die Dame? Die ist daheim spät. Wirklich? Du bist ein Arschloch.
Wieso? Nein, jetzt sag ich dir was. Nein, schau her. Wir haben ihr versprochen, wir bringen es heim, oder? Haben wir eh gebracht? Nein. Sicher? Du hast gesagt, du kümmerst dich um sie. Ja. Und? Du magst das Fett. Du hast das Fett gemacht, oder? Du hast das Fett gemacht, mit dem Schnaps. Du hast dich anstampern nach dem anderen. Schon wieder hin, sicher, du, ja. Du hast dann. Nein, sicher nicht. Du? Nein, ich nicht. Du? Nein. Ja, gut. Und dann hast du gesagt, ich kümmere mich um dich. Ja, ich hab's schon gebracht, ja. Die ist eigentlich eine ganz Liebe, ja, von der Art her, ja. Hey. Aber sie gefällt mir einfach nicht. Nein, das ist ja, du bist auch nicht schön. Ja, das ist wurscht. Ja. Ja, wo ist der? Denk dir her, doch, komm, reden wir. Willst du reden drüber? Ja, genau. Ja. Komm her. Komm her. Na, du bist doch wirklich viel lieber. Komm her. Willst du reden drüber? Ich hab mir gedacht, das ist die für dich. Ich hab das gleich gesagt. Das ist so wie du. Herzensgut. Magst du alles für mich? Mein Schwan. Ja. Die war so ruhig. Ja. Sie hat gesagt, sie trinkt nichts. Sie ist ärger wie ich. Wirklich? Die, ja, wirklich. Sie sauft nichts. Die war von mir fett. Ja. Fahr mir jetzt die Abhusel. Das thailändische Pattaya ist die Heimat von Übersetzer und Reiseleiter Jack. Der gebürtige Thai hat über 10 Jahre in Deutschland gelebt und ist dadurch bestens mit der europäischen Mentalität vertraut. Er organisiert regelmäßig Reiseprogramme für Touristen. Das ist ein Urlaubsort. Man kommt hier, um seinen Urlaub auszuleben. Diskotheken, Bars, Pubs, Schneidereien, Juweliershops, alles ist hier anzubeten, was in einen Urlaubsort dazu gehört, ne? Die einen wollen sich nur austoben und sich das Leben ausleben. Das andere, sie haben weniger Chance, Frauen in der Europa kennenzulernen. Dann kommen sie hier und so erhoffen sie, dass sie leichter Frauen kennenlernen können, weil das ja schon bekannt ist, ne, für die Orte. Viele Mädels hier träumen ja auch von einem besseren Leben in der Europa und bei denen, also durch meine Erfahrungen, weiß ich ja, dass die denken, dass die europäischen Männer mehr vorsorglich sind, verantwortlich und liebesvoll sind und gehen mehr sanfter mit der Thai-Frau um als mit der einheimischen Männer. Mario Orsolic kennt den Reiseleiter bereits von seinen früheren Urlauben in Pattaya. Für den Abend hat er ein Treffen mit Jack vereinbart. Als privater Guide soll er ihn und Novak durch die Partymeile des Ortes begleiten. Ich treffe jetzt den Jack und er zeigt uns ein bisschen die Walking-Street. Da schauen wir ein paar Bars da oben an. Da schauen wir mal, wo die schönen Männer sind. Das ist gut, wenn man einen Teil dabei hat. Ja, sicher, der geht sich aus, oder? Der lebt da, oder nicht? Der muss sich auskennen. Da ist er, der Jack. Oh, ist er eh, gib 5. Wo ist der Jack? Komm, mit dem Mitten. Jetzt kommst du drauf, Alter. Hau dir die Mitnahme da kurz. Ja, okay. Der Jackie. Jetzt zeigst du uns ein paar Frauen, oder was, Jackie? Halt, gib ab. Ja, wir checken mal die Frauen ab, ja? Du checkst das auch? Ja. Du machst das schon. Also, du machst keinen Frauen Preis. Du machst keinen Preis aus. Er muss jetzt doppelt zahlen, wer es öfters wie. Nein, du hast hier Frauen kennenlernen, okay? Ach so? Dann gehen wir. Du musst hier Frauen kennenlernen. Gehen wir, zeig uns das. Weiß ich nicht, wo sind die Schinsen? Damit die alle schauen. Jack bringt die beiden Österreicher in ein riesiges Lokal, in dem eine Bardame nach der anderen den Männern schöne Augen macht. Orsolic und Novak sind von diesem Anblick erstmal überfordert. Hast du mir schon einen ausgesucht? Noch nicht. Dann such dir bitte einen aus. Ich bin im Suche. Also, hier ist auch nicht gerade. Ja, ich hab schon was, glaube ich. Wo? Da hinten. In den Rosa, und was tanzt du? Was? Oben? Ja. Immer das Blatt. Das Blatt? Ja, wie wandt noch? Nein, ich schau ordentlich oder gar nicht. Die nächstbeste nehme ich nicht. Ausgewogen. Aber wir finden gleich was. Ja, der kann. Das ist mit Orsolic. Was sucht er? Das, was es nicht gibt. Der hat noch nicht das Richtige gefunden. Ich würde sagen, ich würde da bleiben, aber ich lasse meinen Vortritt nicht. Soll er schauen. Dann überlegen wir es, dann haben wir Würfel drum. Haben Sie schon irgendwas gefunden? Ich glaube da, ich bleib da. Oder? Ich glaube da auf der Bar bleibe ich einmal. Was ist? Hast du was? Hast du was? Nein, noch nicht. Dann bleiben wir sitzen. Du. Ich will, steigen wir aus. Gut.
Ich hab schon zwei Gute gesehen. Ja. Gehen wir hin. Ich hab eine, aber die ist doch gerade. Aber der hat gesagt, auf die Pass setzen wir sie. Dann ein paar Liebe dabei. Geht schon, komm.